der sich alles traut. Die Frage, die bleibt. Traust du dich auch? Benny probiert. Ja, wir sind heute hier im Waldstadion bei den Thunderbirds Trier, einer Quidditch-Mannschaft. Neben mir steht Malte, der Kapitän. Und ja, erzähl doch mal, Malte, was sind denn grundlegend erstmal die Regeln vom Quidditch? Oh, es ist relativ kompliziert, es ist ein komplexer Sport. Okay. Wir haben drei verschiedene Positionen im Spiel. Im Prinzip geht es darum, gleich einen Volleyball durch einen der Ringe zu werfen und damit ein Tor zu spielen, erzielen. Das sind so ein bisschen Elemente aus dem Handball, die wir haben. Und dann kommt noch die Regel dazu, dass man mit einem Dodgeball abgeworfen werden kann. Mhm. Und da kommen dann so ein bisschen Dodgeball-Völkerball-Elemente mit rein. Ist ein Vollkontaktsport, also ähnlich wie Rugby-Football. Okay, ja. Okay. Ich merke genau. Schon. Also ein bisschen so ein Mix aus verschiedenen Sportarten, ja, auch. Genau. Gestartet hat das Training erstmal mit ganz normalen Standard-Aufwärmübungen, so wie man die eigentlich von jeder anderen Sportart auch kennt. Hier bereitet im Hintergrund schon mal Trainer Malte die nächste Aufwärmphase vor. Da geht's nämlich dann darum, sich mit dem Besen warm zu machen. Hier mussten wir unseren Mitspielern den Ball zuwerfen und danach mit dem Besen zwischen den Beinen hinterherlaufen. Am Anfang war es schon gewöhnungsbedürftig, den Besen zwischen seinen Beinen zu halten, und es war auch irgendwie ein komisches Gefühl, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und dann war es auch gar nicht mal so schwer. Solange du auf dem Besen stehst, also solange der Besen zwischen deinen Beinen ist, bist du im Spiel. Wenn du ja nicht mehr zwischen deinen Beinen ist, bist du kurzzeitig aus dem Spiel raus. Der Besen ist für uns ein Handicap. Also so wie du zum Beispiel im Basketball dribbeln musst, musst du bei uns auf dem Besen bleiben. Das verlangsamt das Spiel, weil es sich sonst sehr, sehr ins Körperliche verlagern würde. Wenn man jetzt einfach durchrennen könnte, wäre man sehr, sehr von Vorteil, wenn man Masse und Antrittsgeschwindigkeit mitbringt. Der Besen ist so ein bisschen ein ausgleichender Faktor, der ein bisschen die Chancen gleich erhöht, weil man halt langsamer ist und häufig auch nur einen Arm zur Verfügung hat. Je länger man mit dem Besen läuft, desto einfacher fällt es einem eigentlich. Und bei dieser Übung war ich mir schon ziemlich sicher, dass das Ganze relativ gut funktionieren wird. Ja, jetzt, wenn es gleich zur Sache geht, die anderen wärmen sich schon auf im Hintergrund, wie man sehen kann. Wo kommt es denn am meisten drauf an? Ist es eher Ausdauer, Koordination, auch Kraft? Du hast ja gesagt, das ist schon Vollkontaktsport. Also wo muss ich da quasi, was muss ich mitbringen? Das ist das Schöne. Wir brauchen jede Person. Also wir können kräftige Leute brauchen, die sehr stark daran sind, Tackle zu brechen, durchzulaufen. Wir können flinke, wendige Leute gebrauchen, da ist jeder willkommen und auch gefragt. Okay. Und es gibt quasi für jeden Körpertypen auch eine Nische. Also bei uns kommt es nicht darauf an, dass man sagt, wenn ich mir jetzt auch einen perfekten Spieler backen könnte, da wüsste ich gar nicht, was rauskommt, weil man braucht okay. Von jedem Typen ein bisschen was. Also eine gute Mischung macht's. Ja, ja, da bin ich ja froh, weil ich, wenn ich ein paar Treppenstufen laufe, schon fast ins Sauerstoffzelt muss, dass man da auch eine Option hat, vielleicht sich hier zurechtzufinden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken, wie das Spiel so abläuft. Und dann war es endlich soweit. Ich habe Quidditch gespielt und bin auf meinem Besen über das Feld gesaust. Gleich gibt's eine Szene, typisch für mich schon aus der Schulzeit. Ich schaffe es zwar, dem gegnerischen Team mit den gelben Leibchen den Ball abzuluxen, nur um ihn dann im Anschluss genau demselben gegnerischen Team wieder in die Hände zu spielen. Dieser Mundschutz ist unsere einzige Schutzausrüstung. Viel mehr tragen wir eigentlich nicht. Und Vollkontakt. Also man darf tacklen, man darf blocken, man darf schieben, alles in sicherem Rahmen. Also zum Beispiel Tackles von hinten sind sehr, sehr limitiert. Auch in bestimmte Zonen, jetzt Hals oder sowas, ist sehr, sehr limitiert. Es versucht immer sehr, sehr sicher zu sein, aber dabei trotzdem zur Sache zu gehen.
Das Spiel an sich ist ziemlich rasant und anstrengender, als ich gedacht hatte. Dauernd werden irgendwelche Manöver über den Platz gerufen und man weiß gar nicht genau, was gerade abgeht. Für einen Neuling wie mich war das schon ein bisschen kompliziert. Neben dem sportlichen Aspekt spielt beim Quidditch auch die Gemeinschaft eine große Rolle. Jedes Spiel endet mit einer Hugging Line, alle umarmen sich gegenseitig, man unterstützt sich, jeder gönnt dem anderen den Sieg und das macht den Sport einfach besonders. Manche fragen sich jetzt vielleicht, da fehlt doch noch irgendwas. Eigentlich werden die Quidditch-Spiele bei Harry Potter ja dadurch entschieden, dass der goldene Schnatz gefangen wird. Und auch bei der Muggel-Variante darf der goldene Schnatz natürlich nicht fehlen. Das ist ein neutraler Spieler, der zu keinem Team gehört. Der ist ganz in Gelb gekleidet und trägt an der Hose so eine Art Socke, die mit Reißverschluss festgemacht ist. Die gilt es abzureißen. Und wenn du die abgerissen hast, hast du den Schnatz gefangen. Ja. Hier wurde ich von einer Treiberin abgeworfen, was bedeutet, dass ich meinen Besen sofort niederlegen muss und erstmal aus dem Spiel raus bin. Ich kann erst wieder mitspielen, wenn ich einen der Ringe meines Teams berührt habe. Man sollte Quidditch auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen und auch mir hat man die Anstrengung irgendwann sichtlich angemerkt. Meinst du, komm zu mir, da musst du nach vorne. Je länger ich gespielt habe, desto besser habe ich das Spiel verstanden und ich konnte sogar ein, zwei ganz gute Aktionen landen, wie zum Beispiel hier den Gegner dabei zu blocken, einen Punkt zu werfen. Am Ende habe ich sogar geschafft, den goldenen Schnatz zu fangen. Also wenn das mal kein Erfolgserlebnis war, dann weiß ich auch nicht. Und das Fazit? Sehr intensiv, sehr anstrengend. Es macht sehr viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, Quidditch gespielt zu haben. Eigentlich gar nicht mal so schwer.